Wir melden uns hier aus Berlin von der IFA 2015 und wollen euch zeigen, unter dem Motto schneller zu Hause, wie ihr euer Heimnetz schneller machen könnt. Dazu gehören natürlich neue Fritzbox-Modelle, wie die Fritzbox 4080, die erste Fritzbox mit dem neuen Multi-User-MIMO-WLAN-Verfahren, die Fritzbox 7430, perfekt für den IP-basierten Anschluss, also das neue Festnetz von der Telekom, und auch die Fritzbox 6820 LTE, die neben LTE auch 3G und 2G-Verbindungen kann, also gerne auch mal im Urlaub genutzt werden kann, um dort über Mobilfunk Daten zur Verfügung zu stellen. Aber auch wenn es darum geht, das schnelle Heimnetz größer zu machen, haben wir ein paar spannende Neuigkeiten mit dabei und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Wenn wir von schneller Heimvernetzung reden, dann reden wir natürlich auch von schnellem WLAN und da haben wir gleich zwei neue Produkte hier auf die IFA mitgebracht. Das ist einmal der Fritz WLAN USB-SIG AC 860, Funk mit zwei Antennen im AC-Standard, schafft also 860 Megabit und wunderbar, um ein vorhandenes Notebook-PC einfach mal abzugraden, um diesen neuen Standard nutzen zu können. Und wunderbar dazu passend der Fritz WLAN Repeater 1160, der für mehr WLAN-Reichweite sorgt, ebenfalls mit zwei Antennen funkt, im WLAN-AC-Bereich 860 Megabit schafft, WLAN-N 2,4 GHz 300 Megabit, also eine wunderbare Ergänzung, um auch das schnelle WLAN im ganzen Heimnetz tatsächlich nutzen zu können. Neben WLAN spielt auch Powerline, also die Vernetzung über die Stromleitung, eine immer wichtige Rolle. Und da haben wir jetzt zur IFA unser Gigabit Powerline-Portfolio ergänzt. Neben dem Fritz Powerline 1000E, der mit 1200 Megabit Daten über die Stromleitung überträgt, haben wir jetzt neu auch den 1220E und den Fritz Powerline 1240E. Mit dem 1220E geht euch einfach die Steckdose nicht verloren, ihr könnt also weiterhin andere Geräte dort reinstecken und habt ihr auf der Unterseite zwei Gigabit LAN-Anschlüsse, um entsprechend PC, Festplatte, TV, was auch immer anzuschließen. Und der 1240E verfügt nochmal über einen integrierten WLAN-Access Point, sodass ihr das WLAN dorthin bringen könnt, wo ihr es benötigt. Also gerade wenn WLAN mal nicht so ganz gerne vielleicht zwei Etagen höher möchte, könnt ihr euch da einen WLAN-Access Point aufbauen. Unten ebenfalls nochmal einen Gigabit-LAN-Anschluss, WLAN 2x2 MIMO-Verfahren mit 300 Megabit. Habt ihr eine wunderbare Lösung, um euer ganzes Heim zu vernetzen. Schneller zu Hause mit Fritz, das heißt aber nicht nur schneller vernetzt sein, sondern auch schneller auf das Heimnetz zugreifen zu können und das auch mal von unterwegs. Und da kommen natürlich unsere Fritz-Apps ins Spiel. Und hier auf der IFA zeigen wir eine ganz neue Version der MyFritz-App und die möchte ich euch jetzt auch mal genauer zeigen. Die neue MyFritz-App wurde komplett überarbeitet, um noch mehr Funktionen noch einfacher bedienen zu können. Herzstück ist die neue Nachrichtenansicht, wo ihr sofort informiert werdet, was in eurem Heimnetz gerade passiert. Hier wurden zum Beispiel jede Menge Fritz-Deck 200 geschaltet, da haben wir mal einen Anruf verpasst. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das auch einrichten, dass es als Push-Dienst in die Statusleiste kommt. Also auch wenn die App nicht läuft, kriegt ihr immer sofort mit, wenn irgendwas im Heimnetz gerade passiert. Ihr könnt dann natürlich auch auf euer Fritz-NAS zugreifen, also von unterwegs vielleicht Dateien hoch oder auch mal runterladen. Ihr könnt gucken, was generell im heimischen Fritzbox-Netzwerk so los ist, was da für Geräte vorhanden sind, ob die gerade aktiv sind. Und wenn ihr vielleicht auf ein Gerät jetzt zugreifen wollt im heimischen Netz, könnt ihr hier ganz einfach mit einem Fingertipp eine VPN-Verbindung, also eine sichere Verbindung nach Hause aufbauen und genau das dann tun. Im Smart-Home-Bereich, da sehen wir unsere schaltbaren Steckdosen, die jetzt von unterwegs natürlich auch entsprechend geschaltet werden können. Und auch in den Komfortfunktionen schauen wir nochmal rein. Da können wir einen Anrufbeantworter aktivieren. Oder wenn ihr zum Beispiel vergessen habt, verdammt, die Rufenleitung habe ich nicht aktiviert, einfach von unterwegs die Rufenleitung aufs Handy aktivieren, schon verpasst ihr keinen Anruf mehr. In den Einstellungen auch noch ein sehr spannender Punkt. Hier könnt ihr nämlich einfach einen automatischen Foto-Upload aktivieren. Wenn ihr mit eurem Smartphone, eurem Tablet unterwegs Fotos aufnimmt, werden die zu Hause automatisch auf euer Fritz NAS abgelegt und ihr könnt dann zum Beispiel mit eurem Smart TV euch diese direkt angucken. Und wer nun sein Smartphone zu Hause nicht nutzen möchte, da haben wir ja unser smartes Fritz Phone als Steuerzentrale für das Heimnetz. Und auch da haben wir auf jeden Fall was Neues und das gucken wir uns jetzt mal an. Das neue Fritz Phone C5 ist designtechnisch an unser Erfolgsmodell Fritz Phone MTF angelehnt, aber natürlich mit entscheidenden kleinen Verbesserungen. Wir haben eine sehr stabile Ladeschale, wo es sehr schön drin liegt. An der Seite habt ihr Griffmulden, dass es auch sehr gut in der Hand liegt. Und sehr schön, wenn ihr beim Telefonieren mal die Lautstärke verändern wollt, müsst ihr das nicht mehr über die Wippe machen, sondern könnt das ganz komfortabel über seitlich angebrachte Lautsprechertasten tun.
Oben haben wir einen Headset-Anschluss, der ist also von der Seite nach oben gewandert. Wer ganz gerne mit dem Headset telefoniert und das Telefon dabei in die Hosentasche steckt, hat da jetzt keinen Kabelsalat mehr. Und ansonsten ist das Fritz Phone C5 natürlich neben Telefonie auch wunderbar, wie alle anderen Fritz Phones auch, als multimediale Fernbedienung für das multimediale Smart Home geeignet, denn das bieten wir ja mit Fritz. Wir können damit zum Beispiel unsere schaltbaren Steckdosen schalten, also wenn das Licht einfach mal ausgeschaltet werden soll, könnt ihr das direkt mit dem Fritz Phone tun. Ihr könnt Musik an einen WLAN-Lautsprecher schicken, Bilder auf euren Fernseher. Und wenn es darum geht, nun tatsächlich Geräte zu schalten, haben wir auch eine neue schaltbare Steckdose. Wer schon immer mal sein Fritz-Deck 200 im Außenbereich oder am Bad einsetzen wollte, der kann das jetzt mit dem Fritz-Deck 210 mit gutem Gewissen tun. Der Fritz-Deck 210 schaltbare Steckdose, spritzwassergeschützt, Schutzklasse IP44. Und wenn ihr mal ein bisschen mehr Last dranhängen wollt, auch ganz interessant, bis zu 16 Ampere können geschaltet werden. Also noch mehr Möglichkeit, euer Home smart zu machen. Und das in einem multimedialen Smart Home mit Fritz, der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt sind. Das wollen wir euch hier nochmal mit einer Beispiellösung zeigen. Hier haben wir nämlich eine ganz ordinäre analoge Türsprechanlage mit einer IP-Kamera über die Fritzbox zu einer echt coolen Lösung kombiniert. Wenn ich jetzt nämlich hier klingel, dann klingelt auch das Fritz-Phone. Und ihr könnt jetzt aber nicht nur mit demjenigen reden, der da vor der Tür steht, sondern ihr seht auch, wer da steht und könnt überlegen, will ich da überhaupt mit dem reden oder nicht. Und das geht mit dem neuen Fritz-Phone C5 natürlich genauso gut wie auch mit dem Fritz-Phone C4 oder dem Fritz-Phone MTF. Wenn ihr euer Heimnetz hier schneller machen wollt, ein klein bisschen Geduld braucht ihr noch, aber alle Geräte, die wir euch gezeigt haben, werden auch im Laufe dieses Jahres rauskommen. Wer es nun aber gar nicht abwarten kann und eine 7490 sein eignet, der kann sich ja bereits das nächste Fritz OS als Laborversion herunterladen, wo schon viele neue Funktionen drin sind. Das geht auch Hand in Hand mit der neuen MyFritz App, die ebenfalls in den nächsten Tagen als öffentliche Beta zur Verfügung steht. Schneller zu Hause, wir wünschen euch viel Spaß dabei.